Jo, meine Freunde, willkommen auf dem Paskalationskanal. Heute geht es um das Unboxing-Video von Maxwell und Alex zu Obstand 2. Da ist das Ding. Paff! Also, Design des Covers feiere ich übertrieben. Obstand 1 kam, glaube ich, so 2015 rum, ein paar Jahre her. Seitdem hat sich einiges getan. 187 ist an der Spitze. Aber bevor wir uns um Obstand 2 kümmern, wollte ich noch eine Sache loswerden. Und zwar, Bowser ist mit Fieber auf Platz 9 der Albumcharts gelandet. Feier ich. Fieber weiterpumpen. Zu Cass und Elias habe ich nichts in den Albumcharts gefunden. Deswegen glaube ich, dass sie nicht gechartet sind. Wenn ich mich irre, schreibt gerne in die Kommentare. Aber jetzt legen wir auch direkt los mit dem Unboxing-Video. Ich habe das Video schon einmal gemacht. So werdet ihr gleich sehen. Mikro, die Batterien waren leer, deswegen musste ich es leider nochmal neu machen, aber egal. Hier das geile Albumcover, was ich übertrieben feiere. Die legen auch mal wieder Werte auf Covers, bei den meisten sieht man, dass sie sich nichts einfallen lassen. Früher war das Cover ja mäßig noch voll das Ding. So, boah, Albumcover wurde gezeigt, Albumcover wurde doch wieder geändert, so, ihr wisst Bescheid. Check mal die Tracklist ab, wie geil das gemacht ist. So, zack. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Sonst sind nur die 187 Jungs drauf, SCK und dieser Galonero, wenn man den so ausspricht. Das Signing von Raf Kamora. Dann haben wir hier die Instrumente. Ah ne, Quatsch, warte. Ich hab noch kurz mal aufmachen hier. Bruder, die Ananas ist gebunkert. Bam. Hier. Feier ich. Design haben die sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Feier sowas. Sowas muss auch mal wertgeschätzt werden. Hier haben wir halt die Instrumente, selbes Cover, andere CD. Alter. Ja gut, dann haben wir hier die krassen Sticker. Maxwell mit seinem Hund. 187 ist die Gang. Bam, 187. Alex und Maxwell jeweils. Boah, riecht der übertrieben, Alter. Maxwell oder Alex, auf wen ihr mehr Bock habt. Aber riechen tut's echt geil, Digga. Das ist ja so Duftbaumäßiges. Ihr wisst Bescheid. Oder die ganze Box riecht danach. Ja, dazu kommen wir gleich. Dann habe ich hier. Das ist auch noch eine krasse Geschichte. Da hat 187 auf jeden Fall diese Spastis hochgenommen, die ihr damaliges Album hochgeladen haben, obwohl das noch nicht draußen war. So viele hätten vielleicht Album abgesagt oder Album verschoben, aber die haben das echt geil gemacht. Die haben daraus eine Lake EP gemacht, soweit wie sie halt waren. Deswegen sind hier auch 12 Tracks drauf. Alter, die haben den auf jeden Fall hochgenommen. Feier ich übertrieben. Lake EP heißt das Ding. 12 Tracks, Digga. Du hast das Album und noch 12 Tracks. Noch nebenbei nicht 4, 5, 12 Tracks. Bruder. Kann hier auch noch mal kurz, hier sind die Haifisch Nikes direkt am Start. Buff 187. Haben wir. Jo, was haben wir denn hier noch? Ein Schlüsselanhänger. Bam. Das Nike Auto ist am Stissel. 187 noch mal hinter. Buff, ist zumindest ein cooler Schlüsselanhänger. Feier ich. Und pass auf. Ich habe keine Ahnung, wirklich gar keine Ahnung, wofür das hier ist. Schreibt mal in die Kommentare, wofür das ist, Alter. Ananas Express. 187 Straßenbande. Und dann kommen wir hier noch zum, bis auf das Album, zum Highlight der Box. Tragetasche. Bam, Band gab's extra. Hier ist es. Könnt ihr, wie ihr Bock drauf habt, halt so ein Lila dran machen oder im Gelb, wie ihr wollt. Steht halt Straßen 187 Ananas, ihr wisst schon Bescheid, Maxwell und Alex, aber ich kann es ja mal kurz dran machen auf Ehre und so, und dann kann man aber die Promophase, finde ich, die war nicht so krass, wie ich sie erwartet hätte irgendwie. Klar, das wird sich trotzdem verkaufen und so, denke ich. So ist 187 so. Die haben übernommen, so. Oder die regieren den Rap-Markt fast, kann man sagen, wenn die mal was raushauen.
Hier ist die Tasche. 187 ist am Start. Alles, was man so am Tag braucht. Handy, Portemonnaie, Geld, ihr wisst Bescheid. Zigaretten, so was ihr so braucht, Digga. Die Tasche ist am Start. Ich weiß gar nicht, wie viele Taschen ich von Deutsche jetzt mittlerweile hier habe, Alter. Auf jeden Fall, was gibt's noch zu sagen? Ist nicht die beste Box so. Also, das heißt, ich hatte schon bessere Boxen. Aber es ist auf jeden Fall eine solide Box. Du hast einen Schlüsselanhänger, du hast dieses Duftding für das Auto. Du hast eine EP, ein Album. Ich glaube, es sind 27 Tracks insgesamt. 187 Jungs sind mehrfach am Start auf dem Album oder auf der EP. Dann haben wir noch das, wo ich nicht weiß, wo das ist. Was das ist, meine ich. Du hast hier diese nice Tasche. Ananas ist hier hinten auch noch drauf, Leute. War aber eigentlich klar. Ja, ich würde sagen, push das Album, Digga. Ich bin gespannt. Ich höre es mir auf jeden Fall heute noch an. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Dann sehen wir uns ja nächste Woche zum Jigsaw Unboxing Video schon wieder. Und bis dahin, bleibt stabil, Freunde. Ich bin raus. Peace.